Was sind Ihre Visionen? Ich engagiere mich sehr stark für den Widerstand, weil meine Familie schon den Großteil ihres Landes verloren hat. Wir verfügten über etwa 20 Hektar Land. Nun bleiben uns nur noch etwa 0,6 Hektar Land. Was für eine Zukunft bleibt uns? Die Besatzung beeinträchtigt unser gesamtes Leben und das treibt uns an. Man kann uns nicht wegnehmen, was uns bereits genommen wurde. Die Besatzer verwenden die Macht des Militärs und der Unterdrückung. Wir dagegen benutzen die Macht des Friedens und der Gerechtigkeit. Wir alle glauben an diese Macht und die darauf aufbauende Strategie. Und wir glauben daran und wir kämpfen für unsere Rechte, für einen Staat, der alle Menschen mit den gleichen Rechten ausstattet und daran, dass beide Seiten in Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit leben. Sogar die Tiere haben mehr Rechte als wir. Ein Hund wurde von einem Palästinenser in Gefangenschaft getötet. Und dafür wurde er zu weiteren 25 Jahren Haft verurteilt. Auf der anderen Seite werden jeden Tag Palästinenser von Besatzern getötet. Und niemand unternimmt etwas dagegen, um die Situation wenigstens zu verurteilen. Und darum, dass die Rechte der Flüchtlinge gewahrt bleiben, darum kämpfen wir. Wir wollen Frieden und unser Kampf zeigt das. Es ist ein gerechter und völlig friedlicher Widerstand. Wird der friedliche Widerstand von der palästinensischen Autonomiebehörde unterstützt? Die palästinensische Autonomiebehörde unterliegt bekanntermaßen zahlreichen Bestimmungen und ist einem hohen Druck durch die Besatzer ausgeliefert. Sie sagen zwar, dass sie unseren Widerstand unterstützen, den gewaltlosen Widerstand auf der ganzen Welt, aber in Wahrheit können sie nichts Fundamentales ausrichten. Niailin liegt in einem C-Gebiet, das vollständig der Kontrolle des israelischen Staats unterliegt und nicht der palästinensischen Autonomiebehörde. Selbst in einigen Teilen der B-Gebiete, in denen die Autonomiebehörde laut Vereinbarung mitbestimmt, kann sie nichts unternehmen. Die Besatzer kontrollieren die palästinensische Autonomiebehörde in jedem Fall. Es ist sehr wichtig, aber auch sehr, sehr schwer. Unsere Vision ist, dass wir Palästinenser uns mit dem Internationalen Komitee zusammenschließen, um die Besatzung zu beenden. So wie die internationale Gemeinschaft das Ende des Apartheidsystems in Südafrika bewirken konnte, können wir die Besatzung Palästinas ebenfalls beenden. Das gewaltsame Vorgehen Israels muss ins rechte Licht gerückt werden, damit Israel dazu gebracht wird, die Besatzung zu beenden. Das können wir erreichen. Und darum möchten wir diese Dinge bekannt machen, damit jeder die richtigen Maßnahmen ergreift und Stellung bezieht, um uns zu helfen. Wir wollen die Leute wachrütteln. Ein großer Teil der Steuergelder der Bevölkerung wird für die Unterstützung der israelischen Besatzung verwendet. In Deutschland, Europa und Amerika. Damit werden Waffen für unsere Vernichtung finanziert. Solange die Besatzung finanziert wird, wird sie nicht enden. Und deshalb brauchen wir jeden, um das Ende der Besatzung zu unterstützen. Und wie sieht es im übrigen Palästina aus? Gibt es dort viele Dörfer und Städte mit gewaltfreiem Widerstand? Ja, in jedem Dorf. Es gibt viele Dörfer, mehr als 30, die über die gleiche Art eines Volkskomitees verfügen. Aber jedes Dorf teilt das gleiche Schicksal mit uns. Einige Dörfer beispielsweise protestieren gegen illegale Siedlungen, einige Dörfer gehen gegen die Zerstörung ihrer Häuser an, einige Dörfer protestieren gegen die Besatzung. Aber sie haben alle das gleiche Ziel. Und wir haben eine sehr starke Kooperation miteinander und tauschen Erfahrungen und andere Dinge aus. Was denken Sie über die Mitgliedschaft Palästinas in der UNESCO? Also, es gibt Vorteile und es gibt Nachteile. Ich will mich hier auf die Vorteile beschränken. Wir wissen alle, selbst wenn Palästina anerkannt wird, würde sich nichts Grundlegendes ändern. Nothing will gonna change on the ground.
Ich meine, die illegalen Siedlungen werden bleiben, die Inhaftierten werden bleiben und die Flüchtlinge dort draußen werden ebenfalls bleiben. Nichts wird sich ändern. Aber wir sehen einen politischen Weg. Ein UN-Mitglied darf keinem anderen UN-Mitglied das Land wegnehmen. Das ist illegal und führt zur Anklage durch den Sicherheitsrat beim Internationalen Gerichtshof. Bisher hat Palästina diesen Vorteil nicht. Mit der UN können wir auf weltweite politische Unterstützung hoffen, die wir benötigen, um unseren Kurs aufrechtzuerhalten, sowie Unterstützung für unseren Kampf um Frieden zu erreichen und unser Recht auf ein friedliches Leben. Und damit gehen wir einen weiteren Schritt auf unserem Weg nach Freiheit und Frieden. Und das Wichtigste ist, dass es uns so viel Hoffnung und Kraft gibt, wenn wir sehen, dass die Welt uns ernsthaft unterstützt. Mahmoud Abbas, der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, hat Amerika durch seinen Antrag auf Vollmitgliedschaft in der UN in eine sehr schwierige Situation gebracht. Wenn Amerika ein Veto einlegen sollte, würde seine derzeitige Stellung im Mittleren Osten geschwächt. Aufgrund des arabischen Frühlings würde dies viele Änderungen nach sich ziehen.